Ja, meine lieben Freundinnen und Freunde, da vorhin das Thema Urwahl fiel, fühlte ich mich spontan angesprochen, wollte dazu ein paar Sachen sagen. Wir müssen uns als Grüne schon entscheiden, ob wir zum Thema Urwahl stehen oder ob wir dazu nicht stehen. Und wenn wir zur Urwahl stehen, weil wir eine basisdemokratische Partei sind, dann finde ich es auch gut, dass es eine richtige Auswahl gibt mit richtigen Basiskandidaten, die eben natürlich nicht jahrzehntelange Bundestagserfahrung haben, aber dafür vielleicht manchmal etwas zu viel des Idealismus, aber ein Kampfgeist, der uns als Partei schon früh geprägt hat. Ich bin damals da eingestiegen, als bekannt wurde, wer sich da bewerben würde, dass es eben wahrscheinlich wieder die gleichen sind, die es schon jahrzehntelang machen. Auf Facebook haben mir lauter Leute geschrieben, ey Patrick, es muss doch einen jungen Menschen geben, der dagegen die alten Hasen nicht völlig untergibt, der da seinen Kampfgeist reinsteckt und der dem ein bisschen was entgegensetzt, damit wir eine echte Wahlalternative haben. Offensichtlich war ich nicht ganz alleine, denn am nächsten Tag titelte die Taz, grüner Nachwuchs stürmt nach vorne. Und da habe ich mir gedacht, machen wir die Schlagzeile doch wahr und gucken, dass wirklich ein bisschen Nachwuchs zumindest zur Auswahl steht. Ich finde es auch bedauerlich, dass es nur Männer sind. Ich finde es auch bedauerlich, dass es keine junge, frische Frau gibt, die sich traut, obwohl sie keine Mitarbeiter hat und obwohl sie kein Bundestagsmandat hat, sich den Alten entgegenzustellen. Aber meine lieben Freundinnen und Freunde, wenn wir zur Basisdemokratie stehen, ja, dann müssen wir auch zu diesem Urwahlprozess stehen. Und ich glaube, er bringt uns gemeinsam nach vorne. Natürlich ist das noch nicht alles ganz ausgereift. Ja, natürlich wirkt das noch manchmal ein bisschen ulkig. Aber wir gehen da durch und damit zeigen wir eben auch im Vergleich zu den Piraten, dass wir da was entgegenzusetzen haben. Und dann ist das eben nicht so professionell, aber es ist authentisch. So, und ich kann euch nur sagen, ich stehe da oben mit allem Herzblut, mit allem, was ich habe, mit den Mitteln, die ich habe, das ist nicht viel. Ich mache jeden Tag nichts anderes, als eure Fragen zu beantworten und Fragekataloge zu beantworten. Ich mache das gerne. Und das Feedback, was ich vor allen Dingen von jungen Menschen bekomme, die sagen, hey, endlich ist da mal einer, der sich traut, gegen die Etablierten aufzustehen, das treibt mich jeden Tag und das treibt mich auch durch diese Urwahl. Und ich mache das gerne für euch. Dankeschön. Ja.